Also Containern verstehe ich voll und ganz. Auch mit dem Fahrradfahren, das wäre super löblich. Das mit dem Duschen weiß ich nicht. Ich bin mir sicher, da könnte man irgendwie, also so, das könnte man anders auslösen. Duschst du täglich? Ja. Warm? Auch warm, ja. Aber nicht lang. Kurz. Es gibt den Klimawandel, das ist einfach meine Position. Wenn du es noch nicht hinterfragt hast, wie kannst du dann sagen, dass es den gibt? Dass Klima nichts mit Wissenschaft zu tun hat. Du meinst so wie Donald Trump, der auch sagt, dass es den Klimawandel... Eine Mehrheit der Wissenschaftler ist da noch kein Indiz dafür, dass es natürlich richtig ist. Da muss man einfach ein Stück weit vertrauen. Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Wir sind heute in Lüneburg bei der Leuphana-Universität und hier ist gerade die Konferenzwoche, die findet hier statt. Da geht es halt eine Woche lang so um Nachhaltigkeit, Klimawandel, Genderismus. Ich habe ja selbst damals studiert. Für mich ist das eigentlich so ein totaler linksgrüner Brainwash, wo halt ja wirklich für alle Probleme nur staatliche Antworten gegeben werden. Und wir wollen ja einfach mal die Studenten fragen, wie sie das denn mit dem Klimawandel sehen. Also, los geht's! Ich heiße Leonore, ich bin 19 und ich studiere Kulturwissenschaften. Okay, Leonore, macht Deutschland genug für den Klimawandel? Nein. Okay. Was sollte da noch mehr gemacht werden? Also ich finde, es geht um die Informationsgebung. Also ich finde es super krass, dass generell Klima jetzt nichts ist, was einem im Alltag begegnet und auch Umwelt nicht unbedingt. Wir haben große Tageszeitungen, die jetzt nicht einen extra Bereich dafür haben. Ich glaube, es muss zur Normalität werden, dass man mit Umwelt und Klima sich auseinandersetzt oder dass man damit konfrontiert wird. Nicht auf eine degradierende Art und Weise oder irgendwie, dass einem der Finger vorgehalten wird, aber einfach, dass Menschen verstehen, dass es zur Realität und zum Alltag dazugehört, sich darum zu kümmern. Benedikt und ich bin 22 Jahre alt. Okay, Benedikt, macht Deutschland genug gegen den Klimawandel? Nein. Aber mehr als manch anderer, habe ich das Gefühl. Was sollte da noch gemacht werden? Mehr Konsequenz. Also es wird viel Gutes angesprochen, viel Gutes vorgeschlagen, aber was dann unterm Strich dabei rumkommt, gerade was irgendwie neue Gesetze angeht, neue Richtlinien, neue Obergrenzen oder was auch immer, da habe ich zumindest das Gefühl, dass das dann immer runtergewässert wird, um das dann eben mehrheitsfähig zu machen. Ich bin Marlin, ich bin 22 Jahre alt. Okay, Marlin. Du studierst, was studierst du? Kulturwissenschaften im dritten Semester. Okay, Marlin. Macht Deutschland genug gegen den Klimawandel? Ich finde die Frage schwierig, da es sehr viele Probleme gibt in Deutschland, denen man sich gleichzeitig widmen muss, besonders wirtschaftlich und auch jetzt mit Europa. Europa steckt auch in vielen Krisen. Gibt es halt viele Sachen, auf die sich konzentriert werden müssen. Und ich würde sagen, es wird nicht genug getan, weil besonders was auch große Autokonzerne betrifft und andere, können die halt immer noch sehr viel, wie der VW-Skandal, machen hinter links, was dann auch erst später rauskam, wo dann natürlich gegen vorgegangen ist, aber ja, könnte noch mehr sein. Ich bin Luca, 20 Jahre alt und ich studiere im ersten Semester Wirtschaftsinformatik. Okay, sehr schön. Ein Wissenschaftler. Macht Deutschland genug für den Klimawandel oder gegen den Klimawandel? Ich würde sagen, die machen noch nicht genug für den Klimawandel. Das jetzt genau zu betiteln, woran das liegt, fällt mir eher schwer. Allerdings finde ich, hier in der Leuphana wird schon eine Menge dafür getan. Aber wirklich die großen Aktionen und die großen Steps jetzt in die richtige Richtung, meiner Meinung nach, finden noch zu wenig Aufmerksamkeit. Was kann denn jeder dann machen? Man könnte aufhören, so viel Fleisch zu konsumieren. Also ich glaube, dass es tatsächlich sehr viel über die Ernährung gehen könnte. Also Deutschland ist der drittgrößte Schweinefleischexporteur neben Amerika und China. Das muss man sich mal vorstellen bei der Größe der Länder im Vergleich. In den letzten Jahren, und das ist auch noch nicht so lange her, also 50, 60 Jahre her, dass wir noch Krieg hatten oder die Nachkriegszeit, hat sich einfach der Konsum, in dem hier einen großen Teil der Bevölkerung lebt, einfach total vervielfacht und ist ins Abnormale abgedriftet und es ist den wenigsten jetzt bewusst. Was kann man sonst noch machen? Wie sieht es aus so mit Individualverkehr oder mit Flugreisen? Ich würde gar nicht unbedingt so sehr ins Individuelle gehen. Ich glaube, ich muss wieder mehr zurück ins Kollektive. Ich finde, dass sowas wie Carsharing oder auch eine neue Form von Zusammenleben, Zusammenarbeiten auch eigentlich interessante Faktoren sind. Okay. Was du gerade gesagt hast mit Fleischkonsum, da gibt es ja, ich habe gelesen, der Fleischkonsum soll bis 2030 irgendwie halbiert werden. Da gibt es ja schon politische Bestrebungen, das ist noch nicht umgesetzt worden. Also man neigt ja immer dazu, so Sachen zu sagen wie weniger Strohhalme benutzen oder hier und da, aber das sind ja so kleine Sachen,
da fühlt man sich dann gut, wenn man das gemacht hat und denkt, ja toll, jetzt habe ich meinen Beitrag geleistet, aber so grundlegende Sachen, weniger Fleisch essen, vielleicht sich überlegen, ob man dann manchmal Bahn fährt statt mit einem eigenen Auto oder auch mal einen Flug weglassen und schauen, ob man anders zum Ziel kommt, weil das halt einfach einen viel größeren Einfluss hat auf die Klimabilanz, die persönliche am Ende. Das fängt schon zu Hause an, würde ich sagen, indem das Thema mehr aufgeklärt wird, indem man einfach zu Hause anfängt, mit dem Lichtschalter, dass man das Licht mal ausmacht, dass man vielleicht guckt, muss ich jetzt diese ganzen Geräte eingeschaltet haben, muss man jetzt immer den Geschirrspüler benutzen oder muss immer die Waschmaschine. Das sind so Kleinigkeiten, womit das Ganze anfängt. Würde ich persönlich sagen, auf jeden Fall einmal auf die Ernährung achten. Also der Fleischkonsum ist auf jeden Fall, also generell der Verzehr von tierischen Produkten ist auf jeden Fall ein großer Baustein. Dann sollte jeder vegan werden? Das nicht unbedingt, nee. Aber ich glaube, es geht um das Bewusstsein, was das eigentlich für Konsequenzen hat, was man da zu sich nimmt. Oder halt eben auch viele Flugreisen, die haben ja auch einen sehr großen Einfluss darauf, auf den Klimawandel. Und ich denke, das ist vielen auch gar nicht unbedingt bewusst, dass sie dadurch halt ihren Fußabdruck enorm vergrößern. Es gibt ja Leute, die sagen, ich dusche nur noch kalt, ich fahre nur mit dem Fahrrad oder gehe zu Fuß, gehe Containern, nehme weggeschmissene Sachen, verzichte auf Fernreisen. Wie weit würdest du da gehen? Ich habe selber schon Erfahrungen gemacht, was diese Sachen betrifft, Containern oder ähnliches. Also Containern verstehe ich voll und ganz. Auch mit dem Fahrradfahren ist ja super löblich. So, wenn man es schafft, für sich selbst zu sagen, ich verzichte jetzt auf ein bisschen Komfort, um eben größeren Beitrag leisten zu können, das ist ja gut und lobenswert. Das mit dem Duschen weiß ich nicht. Ich bin mir sicher, da könnte man irgendwie, also so, das könnte man anders ausgleichen. Duschst du täglich? Ja. Warm? Auch warm, ja. Aber nicht lang, kurz. Also einmal duschen wäre mir persönlich ein bisschen zu wenig. Duschst du jeden Tag? Ja, richtig. Und auch noch warm? Das gar nicht unbedingt, nee. Also ich dusche auch ganz gerne kalt. Das ist aber mehr so eine persönliche Präferenz, damit ich morgens wach werde. Ich denke, das muss jeder für sich selber entscheiden. Also so viel wie möglich, aber eben auch nur so viel, wie man für sich selbst, also wie man das mit sich selber vereinbaren kann. Weil ich nicht denke, man sollte darunter leiden, was für den Klimawandel zu tun, sondern man sollte da mit einem guten Gefühl reingehen. Und da muss halt jeder für sich selbst dann die richtige Balance finden. 2016 hat ja der Club of Rome, der ja so diese ganze Klimadebatte angestoßen hat, hat er vorgeschlagen, dass wir eine europäische Ein-Kind-Politik haben sollen. Hast du das mitgekriegt? Habe ich nicht mitbekommen, nein. Okay. Es geht halt einfach darum, die wollen den Frauen, die das 50. Lebensjahr vollendet haben, wollen sie eine Prämie von, ich glaube, $50.000 zahlen, wenn sie nicht mehr als ein Kind gekriegt haben. Was sagst du dazu, zur Geburtenkontrolle? Wild. Also, weiß ich nicht, ob ich das so sinnvoll halte. Das ist ja schon irgendwie, da wird dann ja gesellschaftlicher Druck auf Lebensentscheidungen ausgeübt oder auf einzelne Personen, die die Entscheidung eben anders treffen. Da wird einem dann ja vorgeworfen, so, du hast jetzt ein zweites Kind, weil du immer zwei Kinder wolltest, damit machst du die Welt zu einem schlechteren Ort. Halte ich nicht für sinnvoll. Ich glaube, das kann man auch wiederum anders ausgleichen, indem man dann anders an einem Strang zieht. Ich finde, wenn man sich jetzt daran orientiert, dass es ein System ist, was aus China kommt, dass eine Diktatur ist, also eine kommunistisch geführte Diktatur, würde ich mich dem nicht mich daran anschließen. Ich habe das tatsächlich nicht mitbekommen. Von der Ein-Kind-Politik halte ich ehrlich gesagt nicht viel. Also ich selbst habe vor, eine große Familie zu haben später. Insofern halte ich da nicht so viel von. Also auch so generell, also so eine große Beschränkung irgendwie vom Staat von oben herab, verlegter, halte ich nicht viel von. Davon halte ich gar nichts. Davon halte ich genauso viel wie, ich glaube, in China war das auch. Weil im Endeffekt, das ist sowieso solche Gesetze, da werden sich Leute drüber wegsetzen. Und die Ein-Kind-Politik, ich weiß nicht, was die bringen soll, um den Bevölkerungswachstum einzuschränken, weil es gibt immer mehr ältere Leute, es gibt immer weniger jüngere. Das heißt, wenn die das so im Hand haben würden, dann hätten wir gar keine jüngeren Leute mehr, die sozusagen arbeiten. Die Rente wird noch geringer und es gibt, wir müssen alle noch mehr arbeiten. Wir haben noch später Rente bis gar keine mehr und später gar kein Geld mehr, was uns zur Verfügung steht und auch keine Leute, die sich um uns kümmern. Es gibt auch Leute, die sagen, wir brauchen eine Ökodiktatur. Was ist da wichtiger, das Klima oder die Freiheit? Die Freiheit. Aber wird die Freiheit dadurch nicht super viel eingeschränkt, dadurch, dass man vorschreibt den Menschen, wie sie sich zu bewegen haben, was sie für Fahrzeuge zu fahren haben? Man redet halt über Fleischverzicht, man redet ja über Wohnraum und alles Mögliche. Wird die Freiheit nicht ganz schön stark eingeschränkt?
Ich glaube, dass wir momentan einfach ein falsches Verständnis von Freiheit haben. Also ich glaube, dass wir uns in vielen Bereichen Freiheiten nehmen, wo wir sie eigentlich nicht hätten oder wo wir eher ausnutzen, als dass wir bewusst handeln. Und es geht viel weniger darum, dass wir uns ständig, also dass wir uns wieder einschränken oder immer zu sagen, wir müssen uns einschränken, sondern wir müssen eigentlich eher wieder zur Normalität zurück, die dann auch auf lange Sicht viel mehr Freiheit gibt. Also ich denke, man kann über die Preisregulierung schon sehr viel tun. Also dass man zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder auf das Thema Fliegen oder auch Ernährung und so weiter zu sprechen kommen, dass man einfach keine Flüge mehr irgendwie auf Skyscanner für 2, 3, 4, 5 Euro kaufen kann. Oder dass tierische Produkte bzw. Produkte, die man konsumiert, die halt einen hohen ökologischen Fußabdruck haben, dass man die einfach preislich erhöht. Und dass somit dann halt die Nachfrage sinkt und das einen positiven Effekt hat. Problem liegt eher daran, wie wir mit unserer Welt umgehen, auf der wir leben. Ein ganz großes Problem ist einfach auch die Nahrungsmittel, der Konsum, besonders weil alles noch sehr fleischlastig und basiert ist, wofür halt, um halt sozusagen die Tiere zu haben, die Nutztiere, muss auch was angebaut werden für das Futter und auch die ganzen Sojaplantagen. Das ist auch Umweltverschmutzung und das Ganze könnte man reduzieren, indem man einfach es umgestaltet, wie man sich ernährt. Es gab da ja auch verschiedene Formen schon und Ideen, wie Kommunen die Höfe halten und das Ganze dann durch Selbstanbau betreiben. Jetzt gibt es ja auch viele Kritiker des menschengemachten Klimawahns, unter anderem auch Nobelpreisträger. Hast du dir die These mal ein bisschen genauer angeschaut und auch, was die Kritiker sagen? Weil es gibt ja, sagen welche, die sagen, okay, das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Dass Klima nichts mit Wissenschaft zu tun hat? Du meinst so wie Donald Trump, der auch sagt, dass den Klimawandel... Es sind Nobelpreisträger, es gibt die Oregon-Petition, wo Tausende von Wissenschaftlern sind, auch Meteorologen, Ingenieure, als allgemeine Naturwissenschaftler, die sagen, das hat alles nichts mit Wissenschaft zu tun. Hast du dich da mal mit beschäftigt? Nee, tatsächlich nicht. Das habe ich auch tatsächlich noch gar nicht mitbekommen. Ja, man stolpert ja immer wieder drüber. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich mir deren Paper durchgelesen hätte, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Also auch wenn ein paar kluge Köpfe sagen, das ist Schwachsinn, nee, die erdrückende Mehrheit hat es anders bewiesen, also bewiesen, dass es menschgemacht ist. Also ja, ist es blöd, wenn dann solche Personen und solche Vereinigungen irgendwie als, weiß ich nicht, wie soll man es nennen, als Anker für dann viele Leute dienen, die sich dann eben selbst dazu in der Lage fühlen, auf sowas zu scheißen. So. Also ja, ziemlich blöd, aber da muss man einfach kontinuierlich und rational gegen argumentieren und dann werden die irgendwann aufgeben. Oh, nicht so viel, weil ich tatsächlich, es gibt den Klimawandel, das ist einfach meine Position. Wenn du es noch nicht hinterfragt hast, wie kannst du dann sagen, dass es den gibt? Sollte man sich nicht beide Seiten mal anschauen? Auf jeden Fall. Ein bisschen habe ich mich damit auch beschäftigt. Ich muss aber ganz ehrlich zugeben, im Zuge der Grafana-Konferenzwoche waren tatsächlich meine Punkte eher, mit denen ich mich beschäftigt habe, Digitalisierung und halt Nachhaltigkeitsaspekte, die daraus gezogen werden und wie man halt durch künstlerische Werte und künstlerische Wissenschaft Aufklärung betreiben kann. Den Kritikern des Klimawandels, damit habe ich mich tatsächlich schon beschäftigt. Allerdings war das mehr über YouTube. Also da kriegt man ja immer sehr viel auch über diese Verschwörungstheorien und da, also ich will jetzt nicht sagen, dass es eine Verschwörungstheorie ist, aber ich bin sehr stark davon überzeugt, dass der Klimawandel existiert und von den Kritikern halte ich nicht sehr viel, weil ich denke, die Mehrheit, also das, was ich jetzt zu Ohren bekommen habe, ist, dass 97% der Wissenschaftler, die sich mit diesem Thema beschäftigen, zu dem Entschluss gekommen sind, dass das halt so ist, wie der Status quo auch quasi vorliegt. Insofern halte ich da nicht so viel von. Aber ist Wissenschaft denn auch, wo es um Mehrheit geht, geht es da nicht halt einfach um Wahrheit? Ich meine, wenn man sieht in der Vergangenheit, vor 1933 war auch die Rassenlehre war wissenschaftlicher Konsens. Muss man da nicht einfach schauen, okay, was ist wahr und was ist falsch mit wissenschaftlichen Standards? Absolut. Wissenschaft ist Wahrheit, aber gerade in Bezug auf Wissenschaft zum Klimawandel bringt diese Wahrheit nur was, wenn sie auch von der Mehrheit verstanden, akzeptiert und genutzt wird, denn wenn man belegen kann, das ist die Wahrheit, aber nur 1% der Leute glauben auch daran, dann herzlichen Glückwunsch, 99% machen nichts und dann sind am Ende auch alle am Arsch. Also ja, Wissenschaft ist Wahrheit, aber gerade in solchen Fällen, wo es eben Einfluss für alle hat, muss man das eben auch allen Leuten vermitteln und es muss auch für alle Leute die Wahrheit sein. Also die reine Mehrheit der Wissenschaftler ist da noch kein Indiz dafür, dass es natürlich richtig ist. Da muss man einfach ein Stück weit vertrauen.
Aber ja, da hast du schon recht. Also das ist kein Indiz dafür, da muss ich dir recht geben. Meinst du, als wenn man Meteorologe ist oder irgendwo im Klimainstitut arbeitet, wenn man nicht die offizielle Version vertritt, meinst du, man kann da Karriere machen? Meinst du, man wird zu Talkshows eingeladen? Meinst du, man bekommt weiter Forschungsgelder bewilligt und so weiter? Karriere und Forschungsgelder kann ich mir nicht vorstellen, will ich mir nicht vorstellen, könnte ich jetzt aber nicht zu sagen. Aber Talkshows, kontroverse Positionen sind ja häufig Türöffner für solche Talkshows. Ich denke mal, wenn man da irgendwie so ein bisschen eine andere Meinung vertritt und das auch entsprechend lautstark und öffentlichkeitswirksam tut, dann wird man halt auch mal eingeladen und kriegt dann seine 5 Minuten im Scheinwerferlicht. Kennst du jemanden, der da den Klimawandel leugnet, sozusagen? Ich könnte jetzt keine Namen oder Beispiele nennen gerade. Also ja, Donald Trump, hallo, aber jetzt in Deutschland fällt mir gerade niemand wirklich ein. Kann man den Politikern vertrauen, die eigentlich dabei sind, unsere Währung zu zerstören, die Sozialsysteme zerstört haben, die da alles zentral geplant haben und sozusagen dabei sind, das alles zu zerstören? Sind die in der Lage, auch so etwas Komplexes wie ein Klima zentral zu steuern? Ich denke, wir müssen halt in einer gewissen Art und Weise den Politikern vertrauen und über unsere Macht, über die Wahlen, das Ganze in die richtige Richtung lenken. Ich glaube, dass die Politik ein sehr, sehr starkes Tool sein kann, wenn es richtig ausgeführt wird. Und wenn das eben nicht so ist, dann sollte man auf jeden Fall auch protestieren und dagegen vorgehen und seine eigene Meinung kundtun. Okay, vielen Dank für das Interview. Gerne.